ganz schön weit oben, gell? Sind jetzt eine Stunde und 15 Minuten unterwegs. Die ersten kniffligen Stellen haben wir alle gut gemeistert. Auch so vom Tempo scheinen wir recht schnell zu sein. Zumindest haben wir bereits zwei Wandergruppen überholt. Denen eine sogar mittlerweile weit hinter uns zurückliegt. Also wir hoffen mal, dass sie das ausgezahlt hat, gestern keine Wanderung in Angriff zu nehmen und dass wir jetzt nicht einfach viel zu schnell angegangen sind. Das Wetter spielt besser auch mit. Wir haben mal Wolken über uns, jetzt ist wieder Sonnenschein. Der Pico ist im Moment, denke ich, wolkenfrei. Ganz genau kann man nicht hingucken, weil der Grat da vorne schon oder ein Grat zu sehen ist und die Spitze dadurch verdeckt wird. Das wäre eine Idee, weil dann könnte ich meinen Rucksack auch wieder entmüllen. Mittlerweile sollten wir freie Sicht haben. Ja, ja. Sind aber voll angelogen worden. Ja, ja. Und was lernen wir daraus? Aber die Hobby-Meteorologe. Ja. Niemals einen Philosophen. Ja. Niemals glauben. Der philosophierte das Blaue vom Himmel herunter. Oder auch eine Nebelsuppe. Eben. Aber es ist ein lustiger Berg hier. Ja, gut, der Gipfel ist hässlich, wenn man mit den Gipfeln in den Alpen vergleicht. Aber die Gruppen sind schon wieder alle runter und damit ist jetzt Portugal, die Spitze von Portugal, fest in deutscher Hand. Wir hatten 10 Sekunden lang Sicht aufs Meer. Die hast du verpasst. Damals. So schnell ist kein Fotograf, aber sie war auch nicht schnell mit der Kamera. Hast du das Foto gemacht?